Hallo und herzlich willkommen zu Eventkalender, Veranstaltungen, Konzerte und mehr. Heute mit den Events für Ende April. Eine Fahrt mit dem Blauen Klaus ist immer ein Erlebnis. Am 16. April findet eine Rundfahrt in der Touristenbahn statt. Beginn ist um 19 Uhr und das Treffen ist am Eingang des Kurparks in Bad Kreuznach. Und mal wieder trifft Kino auf Theater, diesmal mit einem geschichtlichen Hintergrund. Der Film Hannah Arendt wird am 17. April ab 19.30 Uhr im Stadttheater in Idar-Oberstein gezeigt. Ein Kabarett für Neoromantiker von und mit Martin Herrmann. Das gibt es bei Keine Frau sucht Bauer am 18. April. Beginn ist um 20 Uhr auf der Trollbühne in Rümmelsheim. Auch der MGV Kirschweiler startet musikalisch in den Frühling mit dem Frühjahrskonzert Lieder, die begeistern. Am 18. April ab 20 Uhr findet es in der Hans-Becker-Halle statt. Der berühmte italienische Liedermacher Pippo Pollina ist erstmals mit seinem Best-of-Programm auf Europa-Tournee. Am 22. April kommt er ins Stadttheater in Idar-Oberstein. Der Beginn ist um 20 Uhr. Das nächste Event ist etwas für die kleinen Geschichtenfans. Der Vorlesenachmittag Geschichten von Willi Wieberg findet am 23. April ab 17 Uhr in der Stadtbibliothek in Bad Kreuznach statt. Der Eintritt ist frei. Ein Konzert der besonderen Art ist das der Vokalgruppen Macaroni und Maybe Bob. Ab 19 Uhr findet es am 24. April im Stadttheater in Idar-Oberstein statt. Viele emotionale Augenblicke erleben Sie bei der Oper Lucia di Lammermoor. Am 25. April findet die Aufführung im Stadttheater in Idar-Oberstein statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Interesse an römischer Geschichte? Dann schauen Sie doch am 26. April beim Römertag in Bingen vorbei. Von 10 bis 17 Uhr hat das Museum am Strom für Sie geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos. Mit dem Frühling beginnt auch die Wandersaison. Diese können auch Sie am 26. April mit der Kirner Bier- und Backeswanderung beginnen. Das war Eventkalender, Veranstaltungen, Konzerte und mehr. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Bis zum nächsten Mal.